Deutschen Meisterschaft 2019. Ein letztes Mal am ersten Turniertag, Runde Nummer 8. Wir haben nicht nur Spieler, die hier unbeschadet durchs Turnier gehen, die noch keine einzige Runde gedroppt haben oder verloren oder gedrawt haben. Wir haben auch einige Leute, die jetzt so langsam auf der Bubble stehen. Das heißt, für die geht es wirklich um alles. Die müssen unbedingt gewinnen, um noch im Turnier zu bleiben und die Chance zu haben, in den Top-Cut zu kommen. So ein sogenanntes Bubble-Match haben wir uns jetzt besorgt hier für die Runde 8, also fast Bubble-Match. Die Jungs haben beide zwei Niederlagen, aber es geht ja auch um den Tiebreaker und so. Holen wir sie mal rein. Wir haben auf dieser Seite den Kamil. Hi! Hi! Wie läuft es bei dir bisher? So minimal durchwachsen? Ich meine, 5 Siege ist ein gutes Ergebnis. Ja, schlecht gestartet mit 2-2 und jetzt bis 5-2 noch gekämpft. Okay, das ist eine kleine Gewinnserie hingelegt quasi. Ja. Was hat sich geändert nach den ersten vier Runden? Die Matchups wurden besser. Okay. Und daran ist eigentlich nur gelegen. Okay, also letzten Endes, das war der Hauptgrund. Jetzt ist es auch der Würfelwurf deiner Ansicht nach oder sagst du, nein, die Matchups sind so der entscheidende Punkt? Das Matchup, ja. Okay. Was hoffst du denn zu sehen, ohne dein eigenes Deck zu verraten, falls es möglich ist? Ich hoffe auf kein Combo-Deck. Okay, kein Combo-Deck. Das ist relativ breit gefächert. Da weiß noch niemand ganz genau, was du spielst. Okay, wie fühlst du dich jetzt im Feature-Match zu spielen? Bist du super nervös oder sagst du, naja, das geht schon? Es geht schon irgendwie, aber so ein bisschen. Klar, es ist das erste Mal jetzt. Okay. Man ist aufgeregt. Erzähl so ein bisschen was von deiner Community, wo du herkommst und wie du zum Turnier gekommen bist, bitte. Ich komme aus Coburg in Bayern. Wir sind gerade dabei, ein Team zu gründen. Team 04 Drop heißt es. Und ja, da sind wir halt jetzt einfach, ich glaube, zu 6, zu 7 angereist in 2 Autos. Und ja, ich bin mit meinem Kollegen Bodo Engel, der Letzte, der noch zu 2 steht, so am besten. Und wir hoffen natürlich aufs Beste. Okay, ihr macht dem Teamnamen keine Ehre, ihr wolltet nicht droppen. Dann setz dich bitte hin. Viel Glück. Dein Gegner ist Christoph. Hi. Hallo. Wie läuft es bei dir bisher so? Ja, komm noch einen halben Schritt rein, bitte. Ja, natürlich. Wie läuft es bei dir bisher so? Ja, ganz gut. Ganz gut. Also auch 2 Niederlagen. Ja. Was ist bei dir der Grund für die Niederlagen? Die erste Niederlage war gegen Guru Control, hatte ich keine Erfahrung gegen. Wusste nicht so genau. Und das letzte war einfach Gegner besser gezogen. Okay, kommt auch mal vor. Ja. Durchaus. Ja, wenn du sagst, du hast gegen das Deck noch nicht so oft gespielt, hast du dich ausführlich auf das Turnier vorbereitet oder war das jetzt eins der wenigen Decks, das du nicht getestet hast? Eins der wenigen Decks, das ich nicht getestet habe, gegen einmal vielleicht gespielt. Okay. Ja. Bist du jetzt grundsätzlich mit deiner Deckwahl zufrieden fürs Turnier? Ja, ich habe jetzt auch dadurch, dass ich jetzt spielen konnte, auch schon ein paar Änderungen, Ideen, was ich verändern kann. Ja. Genau, da können wir auf jeden Fall nach dem Spiel nochmal drüber reden. Wir wollen es nicht vor dem Spiel hergeben, was du genau spielst. Okay, wie ist bei dir die Community? Wo bist du her? Aurich aus Friesland. Oh, okay. Und wie ist dort so? Gibt es da viele Spieler? Ja, genug. Genug, es reicht. Ja. Okay, und ihr scheint ja alle auch locker drauf zu sein. Ja. Dann auch du, bitte nimm Platz. Okay. Ihr habt schon gewürfelt. Erinnert mich, wer hat gewonnen von euch beiden? Ja. Kamil, möchtest du anfangen? Ich möchte anfangen, ja. Ja, okay. Die Spieler sind so gut wie soweit. Wir geben dir noch eine halbe Minute. Die Zeit kann aber super überbrückt werden, denn wir haben unser dynamisches Kommentatoren-Duo dort drüben. Die können euch ein bisschen was über die Decks erzählen. Ich gebe ab zu Leonard und Sebastian. Da wären wir. Wir sind in der letzten Vorrunde für den heutigen Tag. Runde 8 der Deutschen Meisterschaft in Bochum. Und wir haben beschlossen, dass wir noch mal ein bisschen Stoff der ersten Klasse wiederholen. Wir werden nämlich uns mit dem ABC beschäftigen. Und der Christoph eben... Es ist Casual Round 8, wir müssen irgendwas Casuales machen. Und wir haben das ABC-Deck. Das wäre doch... Oh ja, das ist auf jeden Fall fast casualer, mehr casual als vorher. Wie gesagt, ABC, aber nicht in der ganz reinen Variante, sondern die vielen Rogue-Decks profitieren natürlich zu Vielzahl an den Orkus-Karten. Und ja, er hat sich auch entschieden, eben die Orkus-Karten hinzuzufügen zu seinem Deck. Wir hatten komischerweise heute den gesamten Tag über noch kein einziges Orkus-Deck im Featured-Match. Tatsächlich. Obwohl das Deck das meist nach Salomon Great meist repräsentierte Deck des Turniers ist. Und weißt du noch, als wir zusammen gesagt haben, dass wir das Deck nicht so pralle finden? Ja, also das haben wir schon schöne Bestätigung. 1, 2, 3, 4, 5, Mensch, mal, 6 Mal gesagt. So 3000 vielleicht. Mal vielleicht auch. Das Deck kann einfach wirklich meistens, zumindest in der puren Version, nicht so ganz mit den Top 2 im Endeffekt mithalten. Aber vielleicht überzeugt uns Christoph jetzt vom Gegenteil. Er wird jetzt nämlich gegen Kamil spielen. Der Kamil hat das Geistriker-Deck. Mit nur einer Mini im Main-Deck. Genau, das ist vielleicht ein positiver Faktor für den Christoph in dem Fall. Und mal gucken, inwieweit er das jetzt hier gestalten kann. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in das Feature-Match rein. Die letzte Runde 8 wird jetzt starten. Ab geht's.
Und guck mal, der Camille hat ja den Würfelwurf gewonnen und auch gleich gesagt, nein, ich möchte das Spiel auf jeden Fall anfangen. Wir hatten es ja heute schon ein paar Mal anders, aber er hat gesagt, er möchte starten und startet jetzt in dem Fall dann auch mit Terraforming. Er hat eine ziemlich grüne Hand, könnte man sagen. Hat einen grünen Daumen, wa? Der gute Camille. Ja, ich meine, er spielt 37 Spells. 37? Das ist der klassische 3-Ray-Bild als einzige Karte, die keine Zauberchen sind. Ne? Das ist tatsächlich überschneidend mit dem Finalbild von Christopher Böhm aus dem österreichischen Finale. Aber keine Limais. Kein einziger? Und kein Desires. Oh. Oder ist hier irgendwie... Ne? Wir checken nochmal alle Seiten der Deckliste. Aber nein, tatsächlich keine einzige Limais. Aber was hat er denn stattdessen jetzt... Er spielt Recalled by the Grave. Das ist noch mit reingepackt. Ersatz anstelle von Demise oder Desires finde ich interessant. Ist gut, wenn man Kaiju kassiert, dann kann man immer noch gut Backup haben. Aber jetzt gerade kann er sich sowieso nicht beschweren, was seine Hand angeht. Er braucht auch keine Draw Power oder Called. Also gerade ist eigentlich alles in Ordnung bei ihm. Sowieso ist jetzt die Situation ganz gut, weil er anfangen darf gegen eben Orkust ABC. Ja. Allerdings hat Orkust den großen bösen Drachen. Ist es das erste Mal, dass wir ihn sehen heute? Ich kann mich auf jeden Fall auch nicht daran erinnern, dass er besonders oft beschworen wurde, oder? Ich glaube, ich habe heute noch keinen Phantasma gesehen. Verrückt. Eine Karte, die wirklich unglaublich gehypt wurde. Ja, zu Recht. Zu Recht eben, weil er auch wirklich einen sehr, sehr starken Effekt hat. Ja. Aber jetzt in letzter Zeit so ein bisschen an Popularität verliert. Ja, weil so viele Leute Draco spielen. Genau. Ja, so ist ja es halt, ne? Immer eine Entwicklung im Format. Und guck mal, da ist jetzt die Ray schon beschworen worden. Also das einzige Main-Deck-Monster hat seinen Weg aufs Feld gefunden. Und das würde bedeuten, kein Demise kann mehr aktiviert werden. Aber Camille spielt es ja eben gar nicht. Ja, und jetzt, ich glaube, er ist in der Endphase, um Vayler rumzuspielen. Specialt jetzt eine Shizuku und spielt natürlich stark in Phantasma rein, ja. Könnte sonst noch überlegen, irgendwelche Ankersachen zu machen, den wegzulinken, was nicht die beste Idee ist, notwendigerweise. Aber ja, der Phantasmal direkt in die Zone beschworen auf die Shizuku zeigt, finde ich jetzt nicht so clever. Kann man machen, muss man aber nicht. Es nimmt ihm jetzt im Endeffekt einfach nur eine Zone weg, aber er hat tatsächlich in den Union Hangar reingezogen, ja, also seine ABC-Sachen, die werden absolut abgehen gleich. Bis jetzt hat er eben noch keine einzige ABC-Karte auf der Hand gehabt, aber jetzt ist da ein Weg. Ja, und was hat denn der gute Camille überhaupt Set? Ne? Er hat einen Eagle Booster und einen Anker. Genau, ich weiß. So ist es, richtig. Und der Eagle Booster ist nicht voll aufgeladen. Das heißt also, oder ist er voll aufgeladen? Nee, jetzt erst recht. Jetzt definitiv nicht mehr, ja. Er setzt sich noch die Shark Cannon, also hat er Shark Cannon, Eagle Booster und Widow Anker. Ja. Im Friedhof hat er, glaube ich, nur die Area Zero. Boah, wir sehen sie da so rausgucken an Spells. Die Hand knallt aber auch richtig rein, wirklich. Also das ist best of all the three worlds. Ja? Du hast Phantasmal. Du hast die ABC-Engine und zwar auch einfach nur die beste Karte. Ja? Du hast nur Hunger. Und du willst ja auch immer nur die eine Karte haben. Du willst nur Hunger haben, ja. Genau. Und Hunger sucht das A. Ja. Haben wir also schon mal ein Drittel vom ABC geschafft. Der ist das A und O. Ja. Ja. Eigentlich ist B das A und O, aber das wird nicht passen für den Witz. Also von daher, ja. Er hat jetzt natürlich einen Haufen Optionen. Ja, er kann erstmal noch mehr Special Summons machen, die gratis sind. Er hat den Phantasma, der da jetzt die ganze Zeit wirklich einfach nur sitzen wird, um einen Anker zu stoppen. Ja, Christoph weiß jetzt ja in der Situation, dass er da rumspielen muss. Und da war eben jetzt auch noch die Phantom Knight Falle. Phantom Ritter der Schattenbrigadine. Auch ein alles wunderschöner, schön. Klangvoller Name, finde ich. Alles schön in Secret Rare, herrlich. Ja. Und die hat eben, wurde spezial beschworen. Und mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Er hat jetzt schon drei Monster auf dem Feld, eben jetzt auch den B schon rangehangen an sein A. Heißt also, er hat mittlerweile schon fast den ABC Buster Dragon komplett. Ja, genau. Fehlt ihm nur noch C. Er wird gleich, also die Combo ist ja an sich schon komplett. Ja, er kann gleich auf einen Nightmare gehen, kann sich dann durch den B-Effekt das C suchen. Und dann durch den Mermaid-Effekt, der danach kommt unmittelbar, kann man dann das C abwerfen. Dann kann man einen Buster Dragon beschwören, bevor man letztendlich in die Orkus-Kombo geht. Also da ist er an der Front, ja, ist er alles klar. Ja, da ist alles versorgt. Klar. Ja. Das ist ja auch das, ich würde sagen, am meistgemachteste, dass du wirklich deine
deine Engine, die du spielst, sei es ABC oder sei es bei Pendel, irgendwelche Negates, die du da noch nebenbei hinlegst, das machst du zuerst und erst dann gehst du in deine Orkus-Kombo. Ja, und da wird der Harpore abgeworfen. Die Scharkennen, die er kriegt, ja? Die Scharkennen, die er sich letzte Runde noch gesetzt hat durch die Multiroll, die macht nicht mal wirklich was, weil idealerweise willst du den Harpore ja rausnehmen. Aber das passiert einfach nicht. Weil, also beziehungsweise es kann passieren, ja? Aber bringt ja nichts. Ja, aber andererseits, der Christoph spielt nur ein Harpore. Aber... Ich sehe hier seine Liste vor mir. Er spielt nur einmal Harp Horror. Von daher wäre das... Ich weiß nicht, ob Camille damit rechnet. Ich glaube nicht. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Du schienst überrascht. Ja, oh, und da wird Tsuchinoko getroffen mit ihrem eigenen Effekt. Einfach ein Haufen voller Monster auf dem Feld. Ne? Wirklich, ja, alles voll da. Und da kommt der Phönix. Also wird er jetzt langsam versuchen, sich durch die Backrow durchzuarbeiten. Der will gar nicht so wirklich auf den Buster Dragon gehen, habe ich das Gefühl. Oder der macht gleich nochmal ganz andere Faxen. Ist auch auf jeden Fall schon mal wichtig, dass er den Eagle Booster erstmal wegkriegt, bevor da noch ein Anker in den Friedhof kommt, dass er vielleicht auf drei Spells kommt. Denn da jetzt. Sind nur zwei Spells im Friedhof mit dem Eagle Booster auch. Das heißt, er könnte gar nicht auf drei Zauber fallen. Auf drei Zauber kommen, damit der Eagle Booster wirklich ihn komplett über die Runde rettet. Er darf sich jetzt erstmal eine Fogblade suchen mit dem Silent Boots, den er gerade verbannt hat. Und ihm steht jetzt natürlich alles offen. Ja, er wird auf jeden Fall erstmal den Phantasmiter, denke ich mal, liegen lassen, damit er einfacher durch das Board durchspielen kann. Er hat das Called by the Grave vorhin auch noch gezogen. Also wirklich er hat ja wirklich alles, was er braucht. Er kann halt auch noch den Rave-Load unterbrechen. Ja. Und das ist natürlich auch mal eine super Sache. Ich finde auch verrückt eigentlich, wie die Danger-Monster anfangs so extrem gut waren. Also ich finde, an den Kartentexten hat sich ja nichts geändert. Es sind nach wie vor extrem gute Karten, aber sie werden einfach echt nicht mehr so oft gespielt in besonderen Top-Decks, weil einfach die puren Themendecks in Form von Salama oder Sky Striker einfach effektiver sind. Und deswegen lohnt es sich nicht unbedingt, irgendwie Engines wie Danger hineinzusplashen. Aber wir sehen jetzt eben natürlich mal wieder, wie gut es ist, einfach ein Monster zu beschwören und gleich noch eine Karte hinterher zu ziehen. Das ist einfach ein Upstart plus ein Monster auf dem Feld. Und das, würde ich sagen, ist gar nicht so verkehrt. Also. Jetzt geht er erstmal noch in Level 4, in Rang 4. Was spielt er denn für Rang 4, Basti? Rang 4er, schauen wir mal rein. Du hast ja die Deckliste gekrallt und hast mir so ein Skystriker-Ding auf den Tisch gelegt. Utopia Doppel, meine jetzt, Damen und Herren. Wir haben davor schon auf die Liste geguckt. Guck mal, Christoph jubelt richtig. Er beschwört Utopia Doppel. Und er spielt nämlich eben Utopia Doppel und Double den normalen nothing. Utopia. Und im Main Deck dann eben Double or Nothing. Macht ja auch Sinn, wenn er den Utopia Double spielt. Hat er eben Double or Nothing als Ziel im Deck, um es zu suchen. Sehr, 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 sehr schön jetzt an der Stelle. Wir können uns da ja auch mal reinholen, nochmal den Nummer 39, Utopia Double. Da ist er. Und er sagt auch gleich, er möchte sowohl den Effekt von B als auch den Effekt von Utopia Double nutzen. Ja, der darf sich jetzt nämlich Double or Nothing suchen. Double or Nothing ist eine interessante Karte. Die sagt, wenn, als Quick-Effekt, wenn ein Angriff negiert wird, dann kann man den Angriff doch nicht negieren und das Monster stattdessen doppelte ATK erhalten lassen. Heißt also, er wird gleich Utopia Double als Material benutzen für den normalen Utopia. Das kann er nämlich. Und dann wird er tatsächlich, dann werden wir gleich einen Nummer 39 Utopia sehen. Das ist schon eine Weile her, dass wir den das letzte Mal gesehen haben. Der einen Angriff versuchen wird zu negieren, was dann aber durch seine eigene Karte verhindert wird, sodass ein Monster doppelt reinprügeln kann. Jetzt gucken wir mal. Im Moment hat Camille noch Double or Nothing in der Hand. Doppelt oder nichts natürlich für unsere deutschen Zuschauer auch. Und da haben wir sie jetzt auch offen auf dem Tisch. Bling, und bling. Für euch da. Leo hat es eben schon erklärt. Man kann eben auch einfach mit Utopia, wenn man selber angreift, einen eigenen Angriff annullieren. Dann aktiviert man Double or Nothing, um dann eben ein riesig, 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 riesig großes Monster zu haben. Und das ist eben besonders gegen Sky Striker auch ganz gut, weil du müsstest ja eigentlich durch den Rayfloat durchspielen, aber so greifst du einfach für unglaublich viel Schaden über eine Shizuku zum Beispiel an und machst ziemlich, ziemlich sicher ein OTK dann hinterher. Also es ist nicht nur, dass Christoph hier mit dem ABC-Orkus-Deck so weit gekommen ist, er hat eben auch noch diese unglaublich kreative Wahl getroffen, jetzt auch noch Double or Nothing und Utopia Double zu spielen. Ich muss sagen, Chapeau dafür. Chapeau, Chapeauchen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, und jetzt wird der Harp-Horror aktiviert, also keine Scharkennen, die sehr früh am Start war. Ich kann es natürlich nachvollziehen, man wartet dann doch lieber für das Skeleton. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, ein Buster kommt da nicht mehr aufs Feld. Und das wäre ja möglich gewesen. Das ist richtig. Das ist verwunderlich.
der Utopia, der jetzt auf dem Feld liegt. Ist das, das ist ein alternatives Artwork, oder? Ja. Das ist relativ neu. War das in den Mega Dual Power oder? War das. Ach, richtig, in Dual Power war es gerade erst. Da haben die ganzen Ace-Monster alle ziemlich coole neue Artworks bekommen. Ja, unter anderem eben auch Utopia. Und jetzt wird Shark Cannon erstmal genutzt auf Galatea. Okay. Ja, wahrscheinlich wurde das Symbol Skeleton gerade erst aktiviert. Das würde am meisten Sinn machen, ja. Ich verstehe aber nicht, warum er da nicht noch einen ABC Buster Drain hinlegen wollte. Wollte er so sehr auf Utopia gehen? Er wollte es einfach allen zeigen. Er wollte einfach sagen, guck mal, ich habe diese Engine mir hier ausgedacht. Machen im Moment nicht so viele, ich mache es. Ich habe das hier mit hergebracht auf die deutsche Meisterschaft. Und wenn ich dann jetzt schon mal die Chance habe, hier im Feature-Match auch in meine Combo reinzukommen, dann muss auch das sein. Ja. Und da ist es, Double or Nothing. Das gibt aber auch noch 1000 Style Points extra. Ist aber auch eine schöne grundsätzliche Einstellung jetzt hier so in einem Feature-Match. Ja. So, Double or Nothing, ich will jetzt hier wirklich alles. Richtig, genau. Oder gar nichts. Einfach mal richtig viel Schaden drücken. Ja. Und ich meine, Shizuku kann ja überrannt werden. Der Eagle Booster ist ja nicht auf 3 Spells. Tatsächlich. Wie viele Angriffspunkte sind es denn gerade tatsächlich in dem Moment? 5000 oder nicht? Ach nee, genau. Der wird ja 200 abgezogen. Das heißt, er ist auf 2,3 und hat dann 4,6. So, der Anker wird jetzt negiert durch den Phantasmal, den man übrigens auch hätte in Angriff drehen können. Gebe ich dir recht. Kleiner Kommentar am Rande. Aber es wird trotzdem geschoben, denn anscheinend ist das, ich werde mit Double or Nothing jetzt nochmal durchlesen. Ja, es kann eben auch nochmal angreifen mit Double or Nothing, ja? Das müssen wir bedenken. Ach was. Es kann zweimal angreifen, genau. Ja, aber der Angriff ist ja doch noch negiert. Der erste Angriff ist natürlich noch negiert, ja. Warum spielt man dann nicht einfach Utopia the Lightning? Ich weiß es nicht so genau. Ich auch nicht. Utopia. Eine Karte, die schon so alt ist und damals auch wirklich, als sie ganz, ganz alt rausgekommen ist gerade, da war sie ja tatsächlich auch ein Staple, oder? Also so war ja im Prinzip bei der Einführung der Exceed. Das war das. Das erste Exit überhaupt, richtig, ja. Genau. Und dann war natürlich auch der Hype darum groß, die Leute haben es alle gespielt, so, ach, eine neue Mechanik, wir wollen die neue Mechanik entdecken. Natürlich wurden nach und nach immer stärkere Exit-Monster gemacht. Das ist, glaube ich, die erste Mechanik, die tatsächlich nicht von Anfang an super relevant war. Danach kam noch Pendel, aber alle anderen, nee, tatsächlich gar nicht. Link auch nicht. Die sind nie so direkt durch die Decke gegangen, außer Synchro. Bei Synchro haben die Leute direkt gecheckt, okay, das ist ein... Das ist stimmt. Richtig dick. Das stimmt, aber es war aber auch direkt Stardust Dragon. Es kamen war direkt aber auch da. Direkt Karten. Krebons, ja. Notfallteleport. Ja, ja. Notfallteleport. Dann kam Black Spreader Zombie. Also, da war das Potenzial von Anfang an gegeben, das die stimmt. Die haben direkt ordentlich rausgehauen und dann nach 2-3 Sets kamen bei den Link-Monstern ja auch ordentlich Karten. Und ja, eben, man muss ja in der Anfangszeit bei der Einführung der Link-Mechanik war eben gerade noch Zodiac das vorherrschende Format. Mhm. Und da hast du Mrs. Radiant gespielt, okay, du hast Link Spider gespielt, aber darüber hinaus war da eben auch nicht so besonders viel. Ja, genau, also ich erinnere mich noch im Zoo sehr gut, du hast auch eigentlich nur eine Mrs. Radiant gespielt und dann noch 14 generische Zodiac Exceeds. Richtig, 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 absolut. Mit denen du dann trotzdem irgendwie alles totgeprügelt hast. Die guten alten Zeiten. Aber lass uns nochmal in die Realität hier vom heutigen Event zurückkommen und auf die Side-Decks schauen bei unseren beiden Jungs. Und zwar hat der Christoph hier eine sehr aktuelle Karte in sein Side-Deck gepackt, und zwar Ghost Sister and Spooky Dogwood. Hey Ghost Sister, I don't wanna miss a single thing you do. Ja, yeah, I'm not, okay, ja, ich, okay. Ich bin mir nicht so sicher über den Text, aber... Ach ja, genau, wir müssen ja wieder Deutsch reden. Das war auch bei mir gerade. Jedes Mal. Der Punkt. Man sagt ein englisches Wort, man ist wieder völlig drin. Korrekt, korrekt. Also. Aber was hältst du von Ghost Sister? Ist ja eine Karte, eine Handtrap tatsächlich ja auch, die bis jetzt noch nicht so durchgeschlagen ist. Ja, ich sehe da aber sehr viel Potenzial, ähnlich wie bei Gnome-Material. Das hat sich gereimt übrigens, falls es keiner gemerkt hat. Combo-Decks leben ja oft davon, dass sie... einfach OTK, nachdem sie ihr Board hingelegt haben. Und wenn du dann, oder dir ein paar Handkarten klauen, es kommt immer auf die Combo-Decks an, aber wenn du jetzt deinem Thunder-Spieler da, der dir am Ende ein Board hinlegt, dass er doch gar nicht so winning ist, wenn du ein paar Handkarten mehr hast. Wenn der dir komplettes Board durchlegt, durch Ghost Sister, dann hast du 30.000 Lebenspunkte. Und dann 30.000, ja? Ja, ungefähr 30.000. Ungefähr. Tatsächlich, also wirklich. Ja, ich weiß. Das ist wirklich verrückt, aber man muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Einfach 30.000 Lebenspunkte. Und ich glaube, ich sehe gerade übrigens Doppel-Engage auf der Starthand von Camille. Damit lässt sich es auch leben.
Damit kann man wohl arbeiten, ja. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte über Ghost Sister. Bitte, bitte. Du hast dann erstmal noch ein paar Runden Zeit, in denen der nicht noch mehr Negations oder sonst was aufs Feld legt und einfach nur versucht, dich tot zu prügeln. Und du kannst dann erstmal noch 2-3 Karten ziehen, um zu gucken, ob du das Board noch brechen kannst. Ja, tatsächlich. Ist im Timeout auch witzig. Das natürlich sowieso. Im Timeout macht die Karte auch absolut Sinn. Und wir sehen, Christoph darf anfangen. Ja. Camille hat entschieden, dass er nicht anfangen möchte. Hab ich auch schon gemacht. Ich habe gegen Orkus gespielt mit dem Böhm-Bild tatsächlich. Ja. Christoph war Böhm-Bild. Und mein Gegner hat mir dann wirklich alles hingelegt. Also den Girsu Setup mit dem Field Spell und 2 Fogblades und eine Konterfalle und ich bin einfach durchgekommen, indem ich die ganzen Spelltraps zerstört habe und dann hinterher Engage aktiviert habe. Klingt einfach. Das war super einfach. Ich habe durch das beste Board, das man gerade hinlegen kann, gespielt und ich muss nicht mal nachdenken. Es war herrlich. Wunderherrlich. Aber wir sehen jetzt hier gerade ein paar ABC-Plays, möchte ich ganz kurz anmerken. Oh, und wir sehen tatsächlich auch, er hat auf der Starthand Drehkraft Abstimmgetriebe. Was denn auch sonst? Und guck mal, da wird auch direkt rübergegeben, muss mal gelesen werden. Du kannst uns ja vielleicht auch nochmal sagen, was da genau passiert mit der Karte. Ich kann mich noch dran erinnern, die Karte ist ja aus Innovation of Venegans. Damals war es so eine Karte, die hat man nicht unbedingt so gerne gezogen, wenn man eine Super Rare aus dem Set gezogen hat, weil es durchaus gute Super Rares in dem Set gab. Aber die hat nicht unbedingt dazu gehört, aber mittlerweile im ABC-Deck durchaus ihre Berechtigung gefunden. Jetzt ist sie wieder weg. Ich habe den Effekt echt nicht verstanden. Okay, dann wir können ja nochmal reingucken. Da haben also, noch once per turn, alle. You can target. You can either target one monster you control, equip this card to that target, or unequip this card and special summon it. A monster equipped with this card is treated as a tier owner. It gains 500 attack and defense. Also, if the equipped monster would be destroyed by battle card effect, destroy this card instead. Okay, also tatsächlich ist das Ding plain ein Tuner, ja. Ja, und eben also wahrscheinlich einfach am sinnvollsten, dass es ein Tuner ist eben. Ja, da gucken wir doch mal in sein Extra-Deck, was hat er denn für Synchro-Monster drin, die spannend sind. Schauen wir doch mal direkt durch. Und ich nehme mal Borreload Savage Dragon, sollte da vielleicht mal drin sein. Du wirst jetzt ein bisschen enttäuscht sein. Okay, ist keins drin. Tatsächlich. Das finde ich komisch. Ich war jetzt auch minimal überrascht, aber es sind nur Link und Exceed-Monster in seinem Extra-Deck tatsächlich. Manchmal, Leute, manchmal, da macht ihr mich echt fertig irgendwie. Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist, das wissen wir ja. Aber warum machen die Leute immer so Sachen, nur um mich zu nerven? Gute Frage. Echt als persönlichen Angriff teilweise. Man sagt immer Sachen, denkt sich, ach, da ist der Typ aber auf eine Klasse-Kombo gekommen, zack, keine da. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was die Karte in dem Deck macht. Vielleicht werden wir es noch sehen. Ja, vielleicht. Hoffentlich. Auf jeden Fall, Needlefiber. Wurde eben auch im Chat schon geschrieben, coole ABC-Kombo, ja. Die da gerade stattfindet. Tatsächlich. Also letzte Runde hätten wir einen Buster sehen können, aber er hat sich tatsächlich entschieden, doch lieber für Double or Nothing zu gehen. Nicht zu OTKen, aber seinen Gegner schieben zu lassen. Ja, also vielleicht wäre es ja sogar OTK gewesen. Ich meine, ja. Da waren wirklich eine Menge Angriffspunkte draußen. Und okay, der Phantasma war noch in Defensivposition, aber unter Umständen wäre da tatsächlich auch genug Schaden gemacht worden. Wir werden gleich auch nochmal unsere Judges fragen, was denn da jetzt genau passiert ist, warum geschoben wurde. Denn also Follow-up hatte Camille ja. Ja, auf jeden Fall. Er wäre durchaus in der Lage gewesen, da zurückzukommen. Und jetzt braucht er nicht mal Follow-up, weil er hat halt einfach wirklich direkt, wir haben ja eben schon, als die Handkarten das erste Mal eingeblendet wurden, er hat einfach Double Engage und mit Hornet Drones auch noch sowieso schon Zugriff auf Monster. Eagle ja. Booster ist auch noch dabei. Und grundsätzlich eben das Matchup von Skystriker gegen Orkus halt relativ gut, weil die Fogblades sind einfach nicht so effektiv. Nee, tatsächlich gar nicht. Die Fogblades machen einfach wirklich minimal gegen das Deck. Ja, und vor allem, das Schlimmste ist ja, also die einzige Karte, die dich wirklich richtig nervt, ist das Orkus Crescendo. Diese super gute Fallenkarte, die man aber immer durch Galatea setzt. Was im Endeffekt bedeutet, dass dein Gegner weiß, wo sie ist und die Karten spielen halt mittlerweile, er zieht MSD von oben. Ja? Also Crescendo ist jetzt schon wieder vorbei. Ja, tatsächlich. Das Gute an Crescendo ist, du kannst halt, wenn du den MST negierst, wenn du es drauf ankettest, dann verbannst du den MST und ist kein Spell im Friedhof. Ja. Übrigens, der Chat hat uns eben darauf aufmerksam gemacht, dass Utopia wohl 9700 Angriffspunkte hatte. Kriegt ja die Angriffspunkte dazu, das wäre ja krass. Offensichtlich, ja. Weil vermehrt kamen hier gerade Stimmen, die haben gesagt, es war tatsächlich einfach OTK.
Ja, und dann hat man das natürlich alles auch voll und ganz nachvollziehen können, warum der Christoph sich für diese Route entschieden hat. Weil wenn du einen sicheren OTK hast, auf warum sollst du ihn dann nicht benutzen? Ne? Definitiv. Ja, dann ist das ja auch noch cooler irgendwie. Man hat es ja auch an seinem Lächeln gesehen, als er sich Double or Nothing auf die Hand gesucht hat. War sehr, sehr happy. Ja, ah, ja, and its ATK attack become doubled. Ja, macht Sinn. Okay, ja, sehe ich. Ja, total, total. Vielen Dank dafür an den Chat, dass ihr uns da auch in jeder Situation weiterhelft. Falls wir mal irgendwas nicht zu 100% überblickt haben, dann haben wir ja euch, dass ihr uns da ein bisschen weiterhelfen könnt nochmal. Und guck mal, da kommt schon wieder Phantasmai. Ist ja auch für uns eine Lieblingskarte. Tag, ne? Muss man ja sagen. Ja, wie gesagt, vorhin schon ist heute die letzte Runde jetzt des Tages. Die achte Vorrunde. Und die beiden, wir beide jetzt noch nicht so genau drüber gesprochen, der Olli hat es im Interview vorneweg schon angekündigt, beide stehen zu 2. Ja. Heißt also, wenn sie hier verlieren, dann ist es wirklich vorbei. Dann, sie sind hier definitiv on the bubble. Weil es kann zwar passieren, dass einige zu 3er toppen ich werden. Ich glaube nicht, wenn du Tag 1 schon zu 3 bist. Das will ich eben sagen, ja. Genau. Wenn du schon Tag 1 zu 3 bist, ist wirklich die Chance minimal, dann überhaupt noch den Top Cut zu erreichen. Also sollten sich die beiden hier wirklich, wirklich anstrengen. Und da kommt Eagle Booster als Reaktion auf das Fogblade. Tatsächlich. Jetzt wird er noch einen Spell millen können. Und ich meine, ne, also er wird gleich einfach einen Afterburner aktivieren können. Der wird dann von Phantasmai wahrscheinlich negiert werden, wenn er sich dafür entscheidet. Ja, ich wieder. Ne? Und dann kann er einfach Engages rauskloppen ohne Ende. Fogblade war auf Hayate, juckt ihn gar nicht. Nicht also im geringsten. Gar nicht. Ja. Afterburner auf Phantasmai, der wird dann von mir aus negiert. Er kann auch nicht so gierig sein und kann sich erst eine Multiroll suchen. Noch eine interessante Frage im Chat. Würdest du sagen, dass Crescendo, also die Countertrap, besser gegen Skystriker ist als einfach Babel und den Gearsu? Ja, weil Mystic Mine. Das Ding ist. Ein relativ einfacher Grund tatsächlich. Ja, ja. Wirklich. Also ich mag den Gearsu und einmal weglegen und was schießen ist echt wirklich stark gegen Skystriker. Aber durch Mystic Mine ist es wirklich viel schlechter geworden, weil wenn du auf Mystic Mine mit Skeleton reagierst, dann kannst du die anderen Effekte alle nicht mehr bekommen. Ja. Ja, das macht zu 100% Sinn, auf jeden Fall. Ja. Gehe ich mit, dass das einfach besser ist in der Pass Situation. Auf. Spielt Camille den Gearsu im Exotic? Ja, tut er. Nein, du musst hier auf diese Liste erstmal schauen. Verdammt, ich habe die Liste, ja. Okay. Aber nein, tut er nicht, er spielt nur Ningearsu. Ah. Spielt doch mal beide Leute, das ist viel cooler. Warum macht das keiner? Leider nicht, das heißt, er kann also nicht einen Orkus-Monster übernehmen, jetzt in dem Fall Galatea, und dann den Gearsu drauflegen. Oh, jetzt wird erstmal, jetzt gibt es richtig saftige Skystriker-Turns. Wirklich, also absolute Abfahrt hier. Wirklich, Ultimate Rare Kagari nimmt direkt 2 Engage wieder auf die Hand zurück. Wir wissen es ja alle. Engage und Ehre genommen. Ja. Und jetzt kommt die Multiroll. Also das Setup für Camille jetzt absolut perfekt. Und der durfte ja auch schon wieder eine Karte ziehen. Das ist tatsächlich, also. Jetzt wird die Linkbeschwörung durchgeführt. Ich vermute mal, wir werden jetzt. Oh, er hat Multiroll auf die Kagari genutzt. Okay, okay. Ja, er will halt den Afterburner auf den Phantasmai durchkriegen. Verstehe ich. Ja, das stimmt. Das macht wirklich recht. Und er hat ja auch nicht genormelt, er hat ja nur Drones benutzt. Das heißt, er kann einfach eine Ray normeln. Also, er sucht gerade auch direkt die Ray. Ja, absolut gar kein Problem für ihn. Ja, und da gibt es jetzt auch keinen Weg für Christoph irgendwie darum herumzuspielen. Nee, das muss er jetzt ertragen. Phantasmai ist zwar ein Out gegen so targetete Effekte, aber wenn Multiroll da ist, eben nicht mehr. Und er kann das halt auch nicht irgendwie im Vorhinein irgendwie machen. So zum Beispiel, wenn jetzt deine verdeckte, wenn ein Floodgate da liegen würde auf Seiten von Christoph, könnte er es ja einfach vorher noch aufdecken, wenn der Gegner Jamming Waves hätte. Aber dadurch, dass es Afterburner ist, ist es halt eine ganz andere Situation und er kann sich da nicht wirklich gegen wehren. Er hat ja auch keine Spelltraps. Das kommt noch dazu. Er kann auch den Phantasma nicht leben lassen, um den nächsten Zug, um einen weiteren Anker spielen zu müssen. Also es wird jetzt wirklich ein Wunder, wenn er da jetzt sich wieder hochspielt. Ich will ihn noch nicht abschreiben. Er hat 2 Teile im Friedhof. Ist richtig. Ja, er hat A und B, glaube ich, oder? Ja. Können ja nochmal in den Friedhof gucken. Nein, er hat tatsächlich C und B. C, oh, ja, okay. Aber läuft er auf selbe hinaus? Er hat auf jeden Fall noch ein Teil, was er in den Friedhof bringen muss. Aber er hat auch Called muss. By the Grave. Also die Karte ist ja auch absolut verrückt. Du kannst mal den Buster negieren. Ja, oh ja, stimmt, du hast recht. Das ist wirklich hart. So, jetzt kommt auch Phantasmai. Final dann der Afterburner.
Christoph, wie du sagst, hat keine Reaktionsmöglichkeit. Das tut immer so im Herzen weh, wenn man sein Phantasma einfach weglegen muss. Ja, allerdings, allerdings. Man freut sich eigentlich immer wie so ein kleines Kind darauf. So, ja, ich kann gleich was weglegen. Ich kann gleich einen Anker negieren. Ich kann da durchspielen. Man freut sich den gesamten Tag schon drauf. Aber im Endeffekt keine Freude für Christoph in dieser Situation. Nee. Räum dein Zimmer auf. Allgemein jetzt hier nochmal über die Metagame-Verteilung sprechen. Wir haben jetzt hier auch noch die Runde 8 Deckverteilung. Und wir sehen, wie Orcus und Skystriker sich langsam aneinander annähern. Wir haben noch 100 Orcus-Decks im Turnier und noch 79 Skystriker-Decks. Und Salamangreat-Decks waren Runde 1 noch wesentlich mehr, aber mittlerweile sind es nur noch 154 Salamangreat-Decks. Ja, tatsächlich. Die Zahl wurde ziemlich stark dezimiert, aber trotzdem natürlich noch die vorherrschende Macht und immer noch eine Menge Salamangreat-Decks, auch an den Top-Tables. Das Deck ist ja auch wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, großartig, aber du brauchst halt einen guten Tag dafür. Es ist so. Das Deck kann dir einen Streich spielen, indem du einfach schlecht siehst. Ja. Toller Streich. Wirklich? Ja. Ein richtiger Riesenstreich könnte man sagen. Könnte man zu Halloween aufführen, einen solchen Streich. So, gucken wir mal. Multiroll mittlerweile schon mit 3 Countern ausgestattet. Ja, braucht er gar nicht. Braucht er gar nicht. Er sucht sich, er macht dieses Shizuku Shaken in Play, ist einfach so gemein, ne? Wirklich, in der Endphase, normalerweise ist Shizuku so eine Karte, ja, die bringt nicht so viel. Du kannst dir was suchen, kannst, wenn du im Vorteil bist, dir einen Engage suchen. Mit Doppel-Shark-Cannon jetzt einfach. Das ist einfach, die sagt einfach, verbannt 2 Monster aus dem Friedhof deines Gegners und dann auch noch als Quick-Effekt einen in der nächsten. Es ist wirklich super stark, ey. Als ich das erste Mal gemacht habe, zum ersten Mal gegen Salamangreat gespielt mit dem Deck, habe ich mich richtig in Shark-Cannon verliebt. Was eine Karte. Ja, total, wirklich. Also direkt 2 gespielt, tatsächlich. Ja. Hammersache. Und da sehen wir auch direkt, Sharken und Eagle Booster werden wieder gesetzt. Alle Voraussetzungen sind da. Jetzt auch noch im gegnerischen Zug alles aufzuhalten, was Christoph versuchen könnte. Christoph hat zwar noch Galatea und Rusty Badish auf dem Feld, aber naja, so besonders viel werden die ihm nicht helfen. Aber er hat zumindest auch A schon in der Hand. Das heißt, er kann direkt im Prinzip in seine ABC Buster Dragon Plays gehen, aber ja, ich denke mal, on normal summon wird vielleicht die Sharkannon wiederkommen. Dann sagt die Heilkanone, nein, wollen wir nicht, kein Buster, ich nehme B raus. Ist eine Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht, er kann ja auch den Danger-Effekt benutzen und dann landet das Monster vielleicht auch eher im Friedhof. Ich find interessant, wie Christoph immer seine Karten auf die gegnerische Spielfeldseite legt. Da würde ich im Traum nicht drauf kommen. Und dann werden erstmal es werden immer Unmengen von falschen Würfeln. Man würfelt nie hoch. Oh, und guck mal, er trifft tatsächlich das fehlende ABC-Teil. Ja, das ist das Best-Case-Szenario. Ja, tatsächlich. Und er zieht Ash noch nach. Ja, Metaversum ist jetzt kein Problem mehr. So ist es, so ist es. Es sei denn, der Gegner hat Gold, was der Fall ist. Gucken wir mal. Wird jetzt direkt der ABC Buster Dragon. Guck mal, Camille schaut durch den Friedhof, denkt wahrscheinlich genau über das nach, was du eben schon angeteasert hast. Direkt Called, nicht Called by the Grave, sondern Shark Cannon zu benutzen. Oh, er benutzt tatsächlich Called by the Grave. Der hat gar keinen Bock auf den Buster. Wirklich null, ja. Und nimmt dann C raus. Nimmt C raus. Was denkst du, was das für Hintergründe hat? Ich hätte definitiv eher B rausgenommen, ja, weil B ja in den anderen suchen kann noch. Also wenn er irgendwie B aufs Feld kriegen sollte. Also ich meine, es ist ja, im Endeffekt ist es ja egal, was du nimmst. Vielleicht hat er auch C genommen, weil er glaubt, dass er den weniger C spielt. Und ja, deshalb aktiviert man Babel vorher, aktiviert man Galatea vorher, Christoph. Weil man sonst in Babel zieht mit den Dangers. Genau, das ist passiert. So. Und jetzt wird er Babel noch abwerfen? Spielt nein, er Orchestrated Nessie Return. Einfach. Das ist meine Frage an dich. Und er spielt kein Orchestrated Return. Ja, das tut weh. Er spielt stattdessen Magnetic Reverse. Eine Karte, die ja auch am Anfang, als die Rettung der Skystriker-Decks bezeichnet wurde, tituliert wurde. Gerade nach der Verbotenliste, als Kagari auf 1 gegangen ist, dachte man, okay, wir müssen irgendwie noch Optionen finden, dass wir unsere Kagaris wiederverwerten können. Und du hast es gerade einfach schon ganz knallhart gesagt, man braucht es einfach nicht. Das Deck ist einfach auch mit einer Kagari und einer Hercules Base noch perfekt in der Lage, durch viele, viele Spiele durchzugrinden und eben dann auch noch durch mystische Mine, die das Ganze noch absichern kann. Ja, ich meine, die haben ja auch so viele Tools, um sich jetzt, die sind ja richtig kreativ geworden. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, das Shark Cannon beschwört den Sunlight Wolf Play, um sich die eigene Kagari wieder hochzubouncen. Also, oder Mirror Match,
brauchst du ja nur eine Kagari. Du brauchst ja nur deine und die im Gegnerfriedhof. Ich bin jetzt mittlerweile schon an dem Punkt, wenn ich im Mirror-Match spiele, dann versuche ich Kagari nicht zu beschwören, um nur die vom Gegner zu recyceln, damit er mit der Sharkane nicht an meine kommt. Oder zumindest deine Kagari dann eben nur über den Effekt von Ray zu beschwören, richtig? Weil ja. Sharkane kann ja am Ende nur Monster beschwören, die korrekt beschworen wurden. Und da habe ich auch schon häufig gesehen, wie Spieler in die Röhre geguckt haben, wenn sie die gegnerische Kagari spezial beschwören wollten. Ja, oder gebanished haben mit Sharkane. Und dann mussten sie eben banishen, weil das ist leider ein legales Ziel. Absolut, absolut. Und dann hat er sie eben nur gebanished, was dann einfach komplett sinnlos war in der Situation. Und man muss sich da eben darüber bewusst sein, dass die Kagari korrekt Link beschworen werden muss, um dann eben durch Sharkane beschworen werden zu können. Wir sehen jetzt mittlerweile schon eine ganze Menge an Monstern auf dem Feld, aber da können ja bei der Anzahl von Zauberkarten im Friedhof von Camille können ja kaum welche von denen überhaupt rüberrennen über so eine Shizuku. Wird jetzt übrigens bald knapp mit der Zeit mal wieder, ne? Oh. Also 9 Minuten nur noch, wir sind in Game 2. Tatsächlich, das könnte ja auch ein Faktor werden. Wenn die beiden potenziell drawn jetzt hier an dieser Stelle. Erstmal die eigenen Karten durchlesen. Würde das beide Spiele aus dem Turnier werfen oder nein, dann wäre für beide tatsächlich, vielleicht wäre das einfach die versöhnlichste Lösung jetzt hier an dieser Stelle. Da wäre der Bubble-Traum noch am Leben. Also beide Spieler würden sagen, ja, hätte gerne gewonnen, aber keiner würde jetzt sagen, hey, ich bin raus. Ja, sehr schön erklärt von mir gerade, wirklich. Bin ich auch super stolz auf mich, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch. Ich bin auch megamäßig stolz auf dich jetzt. Sehr eloquent. Und guck mal, da kommt jetzt der Phönix, wird in die Zone beschworen, auf die Shizuku zeigt. Und scheinbar, wenn er sich die anderen Karten anguckt, ist da Potenzial, dass vielleicht die eine Backrow dort beschützt werden muss. Ja, also er hat ja immer noch den Anker übrig, ne? Er hat einen Widow-Anker, soweit ich weiß. Ja. Und das ist natürlich seine wichtigste Karte. Also natürlich kann er auch über Sharkane ein bisschen Druck wegnehmen, den Christoph da auch eben ausübt, aber mit dem Anker, der vielleicht jetzt auch getroffen wurde, was gut sein kann. Ja, da ist tatsächlich. Das ist wirklich brutal. Ach guck mal, Christoph hat auch sofort die Regung gezeigt, ja, die wollte ich treffen, perfekt. Ja, genau. Und jetzt kann er die Galatea klauen, denn Galatea ist tatsächlich der Schlüssel, denn wir wissen alle, wie es aussieht. Galatea kann einfach das easyste Overlay aller Zeiten haben. Und, Special Chain, den Gearso auf die Seite. Er kann Sharkane benutzen, um den Gearso zu specialen, um deine Karte vom Gegnerfeld wegzulegen mit den Gearso. Also sehr, sehr gut. Beide Orkus gegen ihn verwendet. Und jetzt würde ich doch gerne mal von dir wissen, ob der 2 den Gearso spielt im Extra Deck. Was denkst du denn? Ich sage nein, wenn er schon einen Harpower nur spielt. Er spielt nur einen den Gearso, korrekt. Ja, dann ist die Galatea gar nicht das größte Übel gewesen vielleicht. Wobei man dazu noch sagen muss, was kann er mit den anderen Karten anfangen? Also, ich glaube nicht, dass da noch spielt er mehr als eine Fogblade. Er spielt insgesamt 2 Fogblade, ja. Okay, er hat, denke ich mal, noch einen Effekt über von Rusty Bardiche. Aber im Endeffekt sieht es doch so aus, dass er jetzt nicht auf Boreal Sword gehen kann. Hätte er Bardiche genommen, dann wäre das ein easy Boreal Sword und das würde ziemlich wehtun. Tatsächlich. So allerdings wird das noch knapp. Er muss den Zug abgeben, leider. Tatsächlich kommt er da nicht drüber. Und das ist natürlich eine kranke Roll. Also das sollte doch im nächsten Zug eigentlich OTK bedeuten. Ja. Es müsste doch irgendwie möglich sein, sich da jetzt genug Monster zu klauen. Spielt Camille Boreal Sword Dragon? Ich gehe davon aus. Ja. Tatsächlich. Also da sollte doch jetzt eigentlich die Möglichkeit gegeben sein, mit der Galatea oder dem Phönix irgendwie Dummheiten anzustellen, sagen wir mal. Ja, er muss jetzt natürlich erstmal auf den Link 2 Monster gehen. Ja, der Ding Gearso stört ihn da selbst ein bisschen. Das ist wohl wahr. Richtig. Oder er kann natürlich Multiroll drauf machen. Klingt weniger nach OTK für mich, wenn ich ehrlich bin, weil du hast ja keine Kagari, in die du auch vorher hättest gehen können. Das heißt, wenn du dein Monster schon weglegst, einfach so, damit du die Effekte durchbringst, dann sieht das für mich tatsächlich ein bisschen weniger danach aus, dass du unbedingt einen OTK drücken willst. Ansonsten könntest du auch einfach einen Phönix hinlegen. Oder vielleicht spielt er noch irgendwas anderes. Nein, er könnte einfach einen Phönix hinlegen und könnte dann gucken, dass er mit Anker, mit Engage noch mehrere Anker und Sharkane an Monster kommt. Triple Engage wäre doch hier eigentlich ein legitimer Triple Anker wäre doch hier eigentlich jetzt ein legitimer Weg. Wir sehen leider nicht, was genau er sich da hinzugefügt hat. Aber in unserer Grafik sehen wir auf jeden Fall, dass er noch mindestens einen Anker auf der Hand hat. Wir sehen sogar, er hat 2 Anker jetzt schon auf der Hand. Okay.
Also scheint das auch der Gedankengang von Kamil jetzt hier gewesen zu sein, dass er mehrere Anker haben möchte, alle Monster auf der gegnerischen Seite zu übernehmen, ja, oder zumindest einen Großteil davon. Gesettet, oder? Ja, oder Anker. Also er hat Triple Anker. Okay, und mit den die restlichen Monster sollen von Afterburner weggenommen werden. Ja. Ich hätte... Interessant, denn wenn er nicht doch noch irgendwas hat, dann könnte ihn im Endeffekt die Fogblade im Friedhof stören, die dann den, wenn er komplett rein committed in dieses Player, wenn er einen Boreal Sword Dragon unbedingt bauen will und sich noch die Schlange klaut und alles klaut, dann ist da immer noch ein OTK tatsächlich. Nein, nein, doch. Nee. Klär mich über deine Gedankengänge jetzt in diesem Moment. Nee, ist ja gar kein OTK, wenn er jetzt einfach alles klaut. Weil Schlange ist, hat ja nur 1-3 Angriff. Aber er hat schon mal mit Hayate angegriffen. Das dachte ich mir auch gerade, oder? Stimmt, er hat mit Hayate schon angegriffen. Du hast absolut recht. Oder war das in diesem Spiel? Weil im Friedhof sehe ich auf jeden Fall gerade auch keine Hayate, aber der Friedhof wurde auch nicht immer unbedingt geupdatet. Von daher kann es sein, dass Kamil durchaus schon mit Hayate angegriffen hat. Und guck mal, es wurden bis jetzt nur 2 Anker aktiviert. Aktiviert er jetzt den dritten nicht? Ich meine, wenn er die beiden aktiviert, dann würde ich doch davon ausgehen, dass er den dritten auch aktiviert. Kamil nicht. Kamil stimmt mir da in der Situation nicht zu. Möchte den Phönix also einfach draußen liegen lassen? Er kann ja... Okay, er kann einfach rüberrennen über den Phönix, genau. Ja, ja. Aber das ist ja dann... er kann jetzt auch einen Boreal Sword bauen und dann kann er immer noch einen Anker aktivieren, was dann weniger bringen würde tatsächlich. Ich bin gespannt. Er nutzt, ja, das ist ein Boreal Sword. Da bin ich mir ziemlich sicher. Könnte würde ich meine Hand für. Könnte auch ein Topo sein. Ah, aber warum der Topo jetzt? Das würde mich wirklich wundern. Der Topologic Bomber Dragon. Ich will nur alle Optionen ansprechen. Okay. Und guck mal, und er nimmt sich auch seine Zeit dabei. Er möchte sich nicht entscheiden, muss es jetzt aber dann langsam tun. Und du hast vollkommen recht. Es ist ein Topo. Es ist der Topologic Bomber Dragon. Er kann nicht OTKen. Also wir gehen mal davon aus, dass Christoph gerade 6500 Lebenspunkte hat. Ja. Dadurch, dass die Hayate schon einmal direkt angegriffen hat. Der Topologic Bomber Dragon macht ja immer nochmal zusätzlich zu dem Kampfschaden, den er gemacht hat, dann die Angriffspunkte von dem Monster nochmal extra Schaden. Heißt also eigentlich, es sind immer 3000 Schaden. Kann man ja relativ einfach sagen. Und genau das wird jetzt auch gemacht. 3000 Schaden. Christoph fällt auf 3500 Lebenspunkte. Und ist da aber jetzt, guck mal, er faltet seine Hände zusammen, was uns auch signalisiert, ja, dass er keine nichts. Handkarten mehr hat. Ja. Ja. Von daher ist das Comeback-Potenzial auch begrenzt. Es ist tatsächlich wirklich beschränkt gerade, ja. Kann man so sagen. Würde ich dir direkt zustimmen. Das denkt sich vielleicht auch Kamil, deswegen dachte er sich, ach, ob ich nur das oder das mache, ob ich Boreal Sword oder Bomber Dragon mache. Aber guck mal, Kamil scheint selbst ein wenig verwirrt von dem, was er da gerade getrieben hat. Und ich glaube, wir steuern tatsächlich gerade ziemlich stark auf das vielleicht schönste Szenario für die beiden zu. Ja. Dass beide einen Punkt aus diesem Spiel mitnehmen, dass beide drawn und dann eben beide noch im Turnier drin sind und dann morgen sich gemeinschaftlich zu Tag 2 zusammenfinden ist ja können. Ist ein schönerer Abschluss für den Tag, finde ich. Ja. Ist kein schlechter Abschluss, ist kein super guter Abschluss, aber... Ist ein Abschluss. Ist ein Abschluss, genau. Und einer, mit dem beide noch den nächsten Tag erleben. Vielleicht dürfen auch noch beide das Interimsziel erreicht, ja, nicht rauszufliegen, live sein, ja, die Bubble am vom Platzen bewahren, sagt man ja so schön. So, guck mal, jetzt versucht Christoph sich nochmal aufzubäumen. Er hat Jackalope gezogen, der erste Danger-Effekt wird genutzt und trifft der Jackalope? Ja, er trifft Jackalope. Tatsächlich sind die Life-Points jetzt auch abgedatet. Ja, geupdatet. Genau, und, genau. Die 1-5 Schaden von Hayate sind mit einberechnet. Korrekt. Was wird jetzt gespecialt mit dem Jackalope? Es ist die Nessie. Okay, 3000 Verteidigungspunkte. Ist natürlich ein schade. Fast 3000 Verteidigungspunkte. Das heißt, Topologic Bomber Dragon könnte sogar darüber rennen. Ja, aber im Endeffekt hat er sich wieder einen Anker gesetzt mit der Multiroll. Also das ist jetzt sowieso nicht der Punkt gewesen, an dem Kamil sich dachte, verdammt, ich hoffe, der legt mir keinen 3000er Deathmonster. Es sei denn wirklich, es ist ein Vanilla, weil dann hat er ein Problem. Da kommt er einfach nicht vorbei. Da kommt er hat vielleicht einen Afterburner, das wäre dann doch ein relativ einfacher Weg, da vorbeizukommen. Jetzt soll scheinbar der Effekt von Babel genutzt werden. Es wurde Harp Horror dafür discarded. Ja, den kann man sich jetzt wieder adden, ne? Genau, den könntest du dir jetzt zurück auf die Hand nehmen. Schauen wir mal, ob das ist, was passiert. Es sah auf jeden Fall so aus, als hätte er das angekündigt. Ich wäre jetzt jedenfalls nicht überrascht, wenn das wieder auf die Hand kommt.
So ist es. Da ist es passiert. Der Turm von Babel findet seinen Weg zurück aufs Feld. Der orchestrierte Babel. Was auch immer orchestriert bedeuten mag. Ist eine interessante Frage. Ja, ja, es ist orchestriert. Es ist sicherlich besser als orchestriert. Wahrscheinlich, ja. Ja. Müsste so sein. Also, ja. Wenn ich da jetzt ein direktes Ranking aufstellen müsste, würde ich es wahrscheinlich genauso ranken wie du. Aber schauen wir mal. Es sieht wirklich jetzt nicht so besonders gut für Christoph aus. Aber er kann jetzt zumindest noch... Er hat schon mal aus zwei Handkarten, hat er schon mal ein Babel plus zwei Monster gemacht. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, beendet doch die aktuelle Phase und dann werden die Life Points verglichen. Denn die Zeit ist jetzt tatsächlich um. Es ist Timeout in der letzten Swiss-Runde der Yu-Gi-Oh! Deutschen Meisterschaft 2019 hier live in Bochum. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in die Post-Match-Analysis. Da sind wir wieder. Ja. Habt ihr uns vermisst? Wir euch natürlich auch. Das Spiel ist vorbei. Das ist noch ein ganzes... Ich hätte nicht gedacht, dass das noch knapp wird, tatsächlich. Tatsächlich nicht. Ja, ist auch gar nicht abwechslungsreiche Action zumindest. Ja. Wir haben ein paar Karten gesehen, die wir schon beide nicht gesehen haben. Wir haben nicht verstanden, dass jemand OTK'd hat. Das ist auch das richtig. Das ist auch passiert. Utopia, ja. Utopia Double und Double or Nothing zusammen führten zu 9700 Angriffspunkten von Utopia. Das ist ganz schön viel. Was in jedem Falle OTK ist gegen die meisten Monster. 8200 da musst du einfach nur auf Shizuku ist nicht schlecht. Das war auf jeden Fall mehr als annehmbar. Ja. Das hieß dann auch für den Christoph, dass er Spiel 1 gewinnt. Ja. Jetzt haben wir eben ziemlich lange gesehen, wie Camille sich durch das zweite Spiel noch durchschlagen musste. Ja, aber dann im Endeffekt hatte er einfach wirklich die Kontrolle. Also da war ja gar keine Karte mehr zwischenzeitlich. Und dann kam noch ein Draw und auch noch das Crescendo wurde aus dem Friedhof genutzt. Also es war schon im Endeffekt ein sehr dominantes Bild von Sky Striker. Und dann hast du es eben auch gerade schon gesagt, er hatte dann noch einen Draw etc. Und dann war das Spiel am Ende auch noch ein Draw. Bedeutet also, beide haben jetzt diesen einen Punkt mitgenommen, wie wir zwischendurch im Spiel schon drüber geredet haben. Und haben es eben jetzt geschafft, das Turnier Tag 1 mit einem Standing von 5:1-1 abzuschließen. Nein, Entschuldigung, das sind ja nur 7 Runden. 2:1. 5-2-1, richtig. Sie haben leider schon 2 Spiele verloren. Also 5-2-1 im Endeffekt. Und damit aber noch alle Chancen, den Top-Cut zu erreichen. Sie müssen einfach nur morgen komplett alles durchpreschen. Zieht durch, Jungs. Dreimal hintereinander. Wir glauben zack, an euch. Zack. Einfach Double or Nothing, jede einzelne Runde. Jede Runde. Runde. Oder einfach Engages ohne Ende. Also Doppel-Engage-Start mit 4 Spells. Eben, wir wollen mit da ja... MST als 6. Karte für das Crescendo. Das ist doll lecker. Ist genau, wir wollen da Camille nicht benachteiligen gegen Christoph. Wir wollen sowohl, dass der eine als auch, dass wünschen der andere... Richtig einfach sich Sahne was zeigen ohne kann. Ende ziehen, perfekt. Tolle Sache. Und wir wünschen uns natürlich für den morgigen Tag auch, dass wir da noch ein paar interessante Decks vielleicht hier in die Featured Match Area wir holen haben auch können. So einen Dino in Aussicht zum Beispiel. Dino war da irgendwie an den Top Tables noch dabei. Nicht mehr gefunden tatsächlich spontan, aber ich meine mit Orcus Double or Nothing OTK .deck. Ich denke, ihr wurdet gut bedient ja, hier da in der haben wir Runde. Euch aber feinstes Entertainment geliefert. Das kann man gar nicht anders sagen. So ist es wohl. Und ansonsten vielleicht auch noch ein, zwei größere Namen, spätestens im Top-Cut ja, dann morgen. Ich freue mich besonders darauf, Jonas Koschel zu featuren. Wie immer einen riesigen Spaß. Der Junge, der hat es drauf und der war auch schon wieder zu 1 jetzt bis zur letzten Runde. Hat tatsächlich nur gegen den amtierenden deutschen Meister Taifun Bayraktar verloren. Genau, der mittlerweile auch, glaube ich, zu 1 steht. Ich habe es gesehen, das ist mittlerweile auch ein zu 1 geworden. Hat er mal nicht Multifaker mit 4 Fallen gestartet. Das ist aber immer noch ein sehr, sehr gutes Standing von beiden. Ja, also beide immer noch große Kandidaten, ihre Finalteilnahme vom letzten Jahr zu wiederholen. Ja, sicher. Das war ja quasi schon das Rematch in Runde 4, was die beiden da gespielt haben. Das war ja wieder gewonnen. Verrückt. Ob Jonas das auch weggeworfen hat, wir wissen es nicht. Da haben wir keine genauen Informationen. Jedenfalls können wir von unserer Seite aus sagen, dass wir uns morgen gegen 9 Uhr in etwa wiedersehen. Ja. Das heißt, schaltet morgen gegen kurz vor 9 am besten schon den Stream ein, damit ihr dann Runde 9 und Runde 10 und Runde 11 sehen könnt und dann eben Top 64. Wir haben sogar eine Top-Card-Runde mehr als auf normalen YC Essen. Ja. Von daher jede Menge Yu-Gi-Oh! Spaß. Genau. Und da wir jetzt gerade einen Draw hatten, wünschen wir Olli bei seinem Interview viel Spaß bei einem Dreier. Ja, hier ist ein bisschen kuschelig. Wir haben ein bisschen mehr Spieler als sonst in unserem abschließenden Interview für den Tag. Seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden? Ich fange mal hier an. Also, da du fürs Essen-Game ja. Hätte ich vielleicht ein bisschen kürzer treten können, von der Zeit her. Okay, wie schaut es bei dir aus? Im ersten Game wusste ich nie wirklich, was mich erwartet. War ja schon sehr unique, das Deck. Mhm. Game 2 wusste ich dann schon mehr, worauf es ankommt. So. Ich ging auf Second, was ich stärker finde gegen Combo. Mhm.
Und da lief es dann natürlich auch besser. Die Time war dann halt natürlich das Problem. Ja. Gut, jetzt hatte, ihr habt zwei Niederlagen, ein Draw. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr euch jetzt noch einen weiteren Loss leisten könnt. Wie geht ihr morgen in den Tag rein? Ich meine, es ist immer noch ein gutes Ergebnis für Tag 1. Aber ich gehe so wie heute total entspannt und gucken, was mich erwartet. Okay. Wie schaut es bei dir aus? Ja, also eigentlich gehe ich immer on the bubble in den nächsten Tag, in Day 2. Erstes verlieren und dann ausgehen. Oh, okay, okay. Zum Glück haben wir morgen noch ein paar Public Events, die du spielen kannst. Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um sich da ein bisschen zu vergnügen und Booster zu gewinnen. Wenn es jetzt eben nicht so wäre, was würdest du ändern, jetzt mal in Voraussicht auf das nächste Turnier? Ich denke, ich würde auch Going Second Striker spielen, weil ich gegen Combo Decks wenig Lanze, wenig First gehe und jetzt nicht totale Nüsse habe. Okay. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich würde Body Dangers kicken, weil ich merke, keine Handstraps und Dangers beißen sich ein bisschen. Ja, das glaube ich, ist es nicht die unikste Meinung. Das waren ein, zwei Leute auch schon mal gelernt haben in der Lektion. Aber mein Gott, ja, ist ja auch schön, wenn man was ausprobiert und man macht dann die Erfahrung und nimmt dann eben auf die Weise was mit. Ich frage mal so frech, habt ihr trotzdem heute Spaß gehabt? Ja, auf jeden. Mir hat es heute sehr viel. Okay, auf jeden Fall, bei dir auch? Wie bitte war die Frage? Habt ihr heute trotzdem Spaß gehabt? Ja, natürlich, wie immer beim Yu-Gi-Oh! Spielen. Okay, also ihr geht quasi mit dem positiven Erlebnis auf jeden Fall nach Hause. So, die beiden Moderatoren haben schon gesagt, wir sind morgen um 9 Uhr wieder, Punkt 9 Uhr, so mehr oder weniger Punkt 9 Uhr, für euch da. Dann geht's weiter. Wie gesagt, nochmal 3 Runden Swiss, danach kommt der Cut und dann die Top 64 Spieler, schauen, wer der neue deutsche Meister wird. Und wir könnten ebenfalls sehen, wer sich qualifiziert für das Top 8 Turnier, das eben einen den Weg ebnet zur Weltmeisterschaft, das am ersten Tag der Europameisterschaft ausgestrahlt wird. Hier geht es also noch so um einiges dieses Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Wir sind super durch diesen Tag gerannt. Morgen würde es genauso gut weitergehen, weil eben unser Schiedsrichterteam dieses Wochenende top motiviert ist. Die Spieler offensichtlich auch, haben auch eine gute Zeit gehabt. Damit verabschieden wir uns vom ersten Tag und sehen uns morgen früh um 9 Uhr zu Tag 2 der Deutschen Meisterschaft 2019. Vielen Dank fürs Zuschauen.